Genf, 11. Oktober 87. Gegen Mittag betritt ein Sternjournalist Zimmer 317 des Nobelhotels Beau Rivage. Er sucht Uwe Barschel, damals Hauptakteur eines Polizskandals. Es ist der Beginn eines der größten ungelösten Kriminalfälle in der Geschichte der Bundesrepublik. Minuten später findet der Reporter den Politiker tot in der Badewanne. Günther Jauch führte später eines der wenigen Interviews mit dem Reporter, der Barschel aufgefunden hatte. Das war ein Krimi, was da Tag für Tag dann immer neu ans Licht kam. Für mich als Journalisten war das eine unglaubliche Geschichte damals. War es Selbstmord oder Mord? Diese Frage ist bis heute für viele ungeklärt. Direkt nach dem Tod Uwe Barschels hatte sein Bruder Eike eine klare Meinung. Wir sagen ganz eindeutig, Mord. Und das ist die einzige Version, die wir uns vorstellen können. Seine Einstellung hat sich bis heute nicht geändert. So wie ich ihn erlebt habe nach seinem Rücktritt, wo ich auch öfter mit ihm telefoniert habe und in Genf telefoniert habe, kommt für mich ein Selbstmord nicht in Frage. Am Tag vor den Wahlen 87 in Schleswig-Holstein wird gemeldet, der amtierende Ministerpräsident Uwe Barschel soll mit illegalen Mitteln gegen seinen Konkurrenten Björn Engholm vorgegangen sein. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel berichtet, Barschel selbst habe die Anweisung gegeben, den SPD-Spitzenkandidaten Engholm bespitzeln zu lassen. Eine politische Bombe ist geplatzt. Die Folge: Barschel verliert die Wahl. Er bestreitet die gegen ihn erhobenen Vorwürfe vehement. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind. Ich danke Ihnen. Doch es kommen immer mehr Einzelheiten ans Licht, die Barschel belasten. Am 25. September lässt Barschel seinen Rücktritt als Ministerpräsident verlesen. Am 2. Oktober 1987 trete ich von meinem Amt als Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein zurück. Mit freundlichen Grüßen, Uwe Barschel. Zwei Wochen später. Uwe Barschel macht Urlaub auf Gran Canaria in einer Hotelanlage. Persönliche Notizen deuten darauf hin, dass er seit seinem Rücktritt Beweise suchte, die seine angebliche Unschuld belegen. Ein Name taucht dabei wiederholt auf: Robert Roloff. Der hatte laut Uwe Barschel solche entlastenden Beweise. Gefunden wurde Roloff nie. Wir treffen Eike Barschel vor einigen Tagen in Kiel. Er glaubt an die Existenz von Roloff. Eike Barschel ist heute etwas heiser. Gab es aus Ihrer Sicht diese Person Roloff? Erstmal die kurze Antwort: ja. Vielleicht nicht unter dem Namen. Und warum sage ich das? Erstmal hat mein Bruder detailliert über ihn geredet, mir gegenüber und meiner Schwester gegenüber. Und es gibt die Aufzeichnung, die er im Hotel gemacht hat. Um 12.10 Uhr an diesem 10. Oktober steigt Barschel in ein Flugzeug nach Genf, angeblich um Roloff zu treffen. Barschel kauft vorher noch Geschenke für seine Kinder. In Genf spricht ihn Frank Gabeli, ein Schweizer Journalist, im Auftrag des Stern an und macht die letzten Fotos von Barschel vor seinem Tod. Er hat so getan, als würde er mich nicht hören. Da habe ich gesagt, aber Sie sind doch Herr Dr. Barschel. Und dann hat er gesagt, was wollen Sie? Aber immer auf Englisch. I don't know what you want. Immer denselben Satz wiederholt und ist rausgegangen, zum Taxistand und in ein Auto gestiegen und weggefahren. Mein Fotograf und ich versuchen, beim nächsten Taxi einzusteigen und sagten, bitte das Auto verfolgen, hinterherfahren. Der hat sich geweigert und da war er schon weg. Der Taxifahrer wurde von der Polizei nie ermittelt. Frank Gabeli findet heraus, dass Barschel im Beau Rivage eincheckt. Die letzten Stunden im Leben des Uwe Barschel haben begonnen. Eike Barschel telefoniert mit ihm an diesem Abend. Uwe Barschel spricht von einem Foto, das er kurzfristig von dem Informanten bekommen würde. Wie klang er? Sehr, sehr, sehr aufgekratzt, hoffnungsfroh. 19.05 Uhr, glaube ich, ist der Anruf gewesen. Er sagte mir wortwörtlich, das geht jetzt los. Die Übernahme soll jetzt geschehen. Und
Das war das letzte Gespräch, was wir geführt haben. Uwe Barschel lässt sich eine Flasche Rotwein auf sein Zimmer bringen. Diese Flasche wird später nie gefunden. Um 4 Uhr nachts fällt dem Nachtportier ein polterndes Geräusch auf. Was das Geräusch ausgelöst hatte, wird ebenfalls nie geklärt. Ein weiterer Sternreporter, Sebastian Knauer, will Barschel beim Frühstück um ein Interview bitten. Aber der taucht nicht auf. Knauer klopft gegen 11 Uhr an Barschels Tür. Ohne Reaktion. Die Tür ist nicht verriegelt. Der Journalist betritt das Zimmer. Es war ja eben auch die Geschichte, dass man sich vorgestellt hat, ah, da ist eine Hoteltür offen und da geht man dann rein und da liegt dann schon ein Schuh auf dem Weg und dann geht man immer weiter. Und dann sieht man in dem Schlafzimmer aber nichts und dann geht man noch ins Badezimmer rein und dann liegt da dieser tote Mann in der Badewanne. Uwe Barschel liegt mit Hose, Hemd und Krawatte bekleidet in der vollen Wanne. Er ist augenscheinlich tot. Sebastian Knauer macht im Zimmer diese Fotos. Das führt später zu starken Kontroversen. Erst danach informiert Knauer die Rezeption und seinen Kollegen Gabeli. Da war ziemlich aufgeregt. Mein Gott, ist jetzt was ganz Furchtbares passiert. Komm schnell. Ist ganz wichtig. Sofort kommen, sofort kommen. Und da bin ich hingefahren. Klar. Knauer übergibt Gabeli den Fotofilm, um diesen aus dem Hotel zu schmuggeln. Knauer hat gesagt, ein Barschel liegt oben tot in der Wanne. Und so zwei, drei Worte gesagt. Ich hatte so einen kleinen Schlapphut mit. Habe ich das reingesteckt und da bin ich wieder gegangen. Und ich habe beim Eingang dann die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft gekreuzt. In dem Moment, wie ich rausgegangen bin, sind die reingekommen. Wenig später wird Eike Barschel über den Tod seines Bruders informiert. Ungefähr so um 14 Uhr bin ich informiert worden, dass man meinen Bruder tot aufgefunden hat. Das war natürlich ein Schock. Ne? Ja, und ich musste diese Nachricht der ganzen Familie und den Kindern überbringen. Das war schwer. Und dann habe ich mich zusammengenommen und habe mich ins Auto gesetzt und bin nach Genf gefahren. Der zurückgetretene Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Uwe Barschel, ist heute Mittag in einem Genfer Hotel tot aufgefunden worden. Es seien keine Spuren von Gewalteinwirkung, insbesondere keine Kugel, vorhanden. Die Todesursache ist demnach völlig offen. Es beginnt eine unvergleichliche Pannenserie der Ermittlungsbehörden. Einer der größten Fehler, die Polizei macht Tatortfotos, auf denen man fast nichts erkennt. Die Bilder sind alle nichts geworden. Die waren alle unter- oder überbällig. Man konnte sie nicht brauchen. Dann haben diese Leute, man muss sich das mal vorstellen, sind die am anderen Tag hingegangen, haben die Sachen wieder in etwa so hingestellt, wie sie waren, und haben neue Tatortaufnahme gemacht. Ich meine, das ist zu grob fahrlässig. Ich meine, so dumm ist der dummste Polizist nicht, was die dort gemacht haben. Jeder Polizist wird dir sagen, Tatortaufnahme ist absolut ausschlaggebend. Wenn man der verändert, dann verändert man die Situation. Aber das war geschehen. Ein leeres Whiskyfläschchen wird zunächst nicht genauer untersucht. Später verschwindet sogar das Haar eines Unbekannten, das man auf dem Bett fand, aus einer Asservatenkammer. Die Schweizer Behörden gehen bis heute von Selbstmord aus. Todesursache: ein Medikamentencocktail. Die Verpackungen der zahlreichen Medikamente wurden aber nie gefunden. Der ehemalige deutsche Chefermittler dazu: Ja, aber natürlich, wer meint, das ist Suizid, dann suchen Sie die Verpackung, ja, und finden die nicht. Ja, oh Gott, wo sind die Verpackungen geblieben? Ja, Leute, es gab keine. So einfach ist das, ja. Heinrich Wille war der ermittelnde deutsche Oberstaatsanwalt im Fall Barschel. Er ist nicht überzeugt von der Selbstmordtheorie. Entweder es war ein Suizid mit dem Vorspiegeln von Mord oder ein Mord mit dem Vorspiegeln von Suizid. Jahre später war der Stern-Journalist Sebastian Knauer Gast bei SternTV. Für sein Vorgehen wurde er vorher wegen Hausfriedensbruchs und Verletzung der Privatsphäre verurteilt. Haben Sie rückwirkend heute Bedenken, wie Sie gehandelt haben?
Das ist eine gute Frage, weil die impliziert, dass man eigentlich wusste, was einen erwartet. Ich habe eigentlich so gehandelt, glaube ich, wie ein Journalist handelt, dass er die Sache bis zum Ende verfolgt. Ich würde heute nichts anderes machen, aber ich glaube, diese Konstellation, diese Situation wird in dieser Weise nicht wiederkommen, obwohl die Politik voller schmutziger Tricks ist und nichts auszuschließen ist. Bei der Frage Mord oder Selbstmord spricht im Nachhinein vieles für Mord. Nur ein Indiz unter vielen: Uwe Barschel überlebte nur wenige Monate vor seinem Tod einen Flugzeugabsturz als einziger Passagier. Mein Bruder glaubte, dass es ein Anschlag gewesen ist. Er ist felsenfest davon überzeugt. Bewiesen wurde das nicht. Über mögliche Motive und Täter gab es viele Spekulationen. Es ging um ausländische Agenten, dubiose Treffen in Genf und mehr. Im Nachhinein stellte sich dann heraus, oh, da soll es Verbindungen in die DDR gegeben haben, Verbindungen zu Waffenhändlern. Alles wabernde Gerüchte, die aber natürlich dazu beitrugen, mehr dahinter zu vermuten. In der RTL-Plus-Doku Barschel, der rätselhafte Tod eines Spitzenpolitikers, spricht auch ein ehemaliger Stasi-Mann. Barschel wurde von der Stasi überwacht, wohl auch aufgrund von Waffengeschäften. Der Mann ist heute überzeugt davon, dass die DDR-Behörde etwas mit dem Tod Barschels zu tun hatte. Ich hatte an diesem Wochenende im operativen Lagezentrum der Fernmeldeaufklärung Wochenenddienst und bekam bereits am Samstag, den 10. Oktober, die Anweisung, aus der Hauptverwaltung alle bei uns vorliegenden Originalmaterialien zu Uwe Barschel zusammenzufassen. Jahre danach, in der Analyse, ist diese Situation für mich mehr als ein Indiz, dass das MFS mit dem Tode von Uwe Barschel etwas zu tun haben muss. Ein konkretes Motiv bleibt im Dunkeln. Der Tod von Uwe Barschel. Sein Bruder kämpft bis heute um jede neue Erkenntnis. Er will endlich erfahren, warum sein Bruder sterben musste.